Hi, ich bin der Thomas und ich will euch in diesem Video zeigen, wie ihr ein gutes von einem schlechten Netzteil unterscheidet. Ja, ich weiß, Netzteile sind langweilig. Interessant werden sie erst, wenn der PC aufgerüstet werden muss oder wenn das Netzteil Probleme macht. Aber das Netzteil versorgt euren ganzen PC und wenn ihr ein schlechtes Netzteil habt, werdet ihr es relativ schnell bemerken. Und ich habe jetzt hier zwei Kandidaten ausgewählt. Das wäre einmal hier rechts. So ein graues Ding, ne? So sieht so aus, wie so würden die meisten sagen, ist so ein China-Büller, irgendein Schrott, also sieht ja so billig aus. Und dann haben wir so ein schwarzes hier, so super lackiert und pipapo. Und jetzt wird jetzt so auf den ersten Blick jemand sagen, ja, hier, das ist hier das billige China-Ding und das ist hier das Tolle. Ja, ist leider nicht so. Das ist genau umgekehrt. Und wie lernt man das? Wie kann man das sehen, auch als Laie, wenn man hier nicht gerade jetzt ein Elektrotechnikstudium hinterher ablegen will? Am besten, man sieht sich schon mal hier die beiden Sticker an, mit den technischen Spezifikationen. Hier sieht man schon, dass dieser Sticker schon mal schief klebt. Das ist jetzt so ein bisschen übertrieben, aber das ist schon so ein kleines Zeichen. Wenn Sie sich schon da keine Mühe geben, wie sieht der Rest aus? Aber viel interessanter sind die technischen Spezifikationen. Hier bei dem rechten sieht man hier, dass der Hersteller sich viel Mühe gibt und jede einzelne Leitung, alle technischen Daten sehr genau deklariert. Und bei dem linken fehlt das ein bisschen. Das ist eher deutlich ungenauer. Es fehlen auch, ein weiterer Tipp ist, das rechte hat zum Beispiel ein TÜV-Siegel. Wir hoffen mal nicht, dass das gefälscht ist, aber das kann natürlich auch vorkommen. Aber ein TÜV im GS-Zeichen ist schon mal ein gutes Zeichen. Sowas wie hier, so dieses CE-Zeichen, das kann auch für China-Export stehen. Das sagt gar nichts. Woran kann man das noch sehen? Also man kann sich auch ein bisschen das vom Äußeren sollte man sich zwar nicht blenden lassen, aber man kann sich hier so die Kabel angucken und wenn die Kabel ganz weich sind oder auch dünn und man denkt so, oh, was ist das denn? Das ist auch schon ein Zeichen dafür, dass das kein gutes Netzteil ist. Aber wir haben hier zum Beispiel bei den beiden, das soll 600 Watt sein, das ist 400 Watt. Dann kann man sich die Anzahl der Stecker mal angucken. Und zwar ganz wichtig ist der Stecker für die Grafikkarte, der PC Express Stecker. Hier ist das ein 6-Pin. Und das 600 Watt Netzteil hat nur einen einzigen. Genau wie das 400 Watt. Wie kann das dann jetzt hier das 600 Watt sein und das 400 Watt? Also wenn die Hersteller anfangen, auch an den Kabeln zu sparen, kann das auch ein Indiz sein dafür, dass das Netzteil nicht so das Gelbe vom Ei ist. Hier haben wir zum Beispiel auch noch, wo ist er jetzt geblieben? Da haben wir auch einen sogenannten zusammenlegbaren EPS-Stecker oder CPU-Stecker. Und hier ist das ein 8-Pin. Und hier ist das ein einzelner 4-Pin. Das ist natürlich auch schon mal ein Zeichen, dass dieses Netzteil nicht so viel leisten kann, wie dieses. Die Specs unter euch werden sich dann auch die, wie ich schon vorhin sagte, die technischen Daten angucken. Heute ist ganz besonders wichtig die 12-Volt-Leitung. Und hier ist das sehr genau gegeben, zwei 12-Volt-Leitungen, je 17 Ampere. Insgesamt 336 Watt können das Netzteil auf der 12-Volt-Leitung liefern. Und hier fehlt die Angabe. Hier steht nur zwei 12-Volt-Leitungen, jeweils 20 Ampere. Aber wie viel das Netzteil insgesamt auf der 12-Volt-Leitung liefern kann, steht hier nicht. So. Dann nachdem wir so die Äußerlichkeiten so ein bisschen behandelt haben, werde ich etwas machen, was man normalerweise nicht macht. Ich werde die Netzteile aufmachen. Ich warne euch schon mal, das ist nicht ungefährlich. Und das sollte der Laie hat da normalerweise nicht in meinem Netzteil zu suchen. Aber ich mache das jetzt mal auf die Schnelle und dann zeige ich euch etwas. So, jetzt sind beide Netzteile zerlegt. Und ich warne davor noch, dass Laien das machen, weil einige Komponenten in Netzteilen noch Rechtsspannung aufweisen können, selbst wenn diese Stunden vom Netz getrennt sind.
Deshalb macht das nicht, wenn ihr davon keine Ahnung habt. Das kann gefährlich werden. Aber gut, jetzt so, ich habe das jetzt schon mal gemacht, dann zeige ich euch ein bisschen auch so was man hier so drin sieht. Und so für den Laien, so, wenn ihr das anguckt, sehen ja beide gleich so aus, ne? Wenn das jetzt aber 600 Watt ist und das ist 400 Watt, wieso sehen die gleich aus? Das müsste doch ein bisschen anders aussehen. Ein bisschen mehr Leistung, muss ein bisschen auch mehr irgendwas drauf haben. Das ist jetzt auch nur so ein Indiz. Aber zum Beispiel hier, da kommt der Strom rein aus der Steckdose, da ist der Stecker. Und hier ist noch so ein paar Elemente. Und hier ist gar nichts. Das liegt daran, weil hier die Eingangsfilterung fehlt. Das war zum Beispiel eine Sache. Eine weitere Sache ist, früher war das so, spreche ich dann von den 90er Jahren, dass man die Qualität eines Netzteils am Gewicht merken konnte. Und das lag daran, weil früher passive PFC üblich waren. In der EU ist eine PFC vorgeschrieben, ab 75 Watt Netzteilleistung muss das Netzteil eine PFC haben. Und früher waren passive PFC üblich und heute sind es aktive, aber das Netzteil hat hier noch eine passive. Und das ist nur eine PFC-Drossel hier, das ist die sorgt dann für die Leistungsfaktorkorrektur. Und das Netzteil ist aktive PFC und das ist passive, das ist auch deswegen auch schwerer. Und wir haben uns dann hier mit das Netzteil zerlegt und dann haben wir uns die angeguckt. Und wenn ich das jetzt hier aufmache, weil die ein bisschen merkwürdig aussah, also ich kenne ja so PFC-Drosseln schon und deswegen sah die für mich ein bisschen merkwürdig aus. Ich habe das dann mal aufgemacht. Und dann war ich ein bisschen selbst überrascht, was da drin ist. Ich mache das mal. Da ist einfach nur Metallmüll. Plastikmüll. Somit hat dieses Netzteil auch keine PFC und somit ist es nicht erlaubt, dieses zu benutzen. Wenn ihr mehrere PCs damit betreibt, könnt ihr dann, dass euch dann euer Stromanbieter aufs Dach steigt. Aber es ist eine andere Geschichte, ist eher unwahrscheinlich. Aber trotzdem, wenn sich jemand Mühe macht und das hier faked, was ist mit dem Rest hier? Also müsst ihr mal ein komplettes Netzteil zerlegen und da reingucken und gucken, was denn alles echt ist und was nicht ist, echt ist. Und jetzt löse ich mal ein bisschen auf. Das Netzteil ist hier von OEM-Fertiger und das ist, wie drauf steht, schafft es auch 400 Watt, sogar ein bisschen mehr. Das Netzteil hier macht schon die Grätsche bei 200 Watt. Ja, und dann ist das so, dieses Netzteil ist dann dafür verantwortlich, dass Leute glauben, sie brauchen immer stärkere Netzteile. Weil wenn man sich sowas dann von irgendwo in der Bucht schießt, für 20 Euro und dann rüstet man die Grafikkarte auf und der PC stürzt dann ab. Dann denkt man ja 600 Watt, ja, hat es ja nicht geschafft, jetzt brauche ich 900 Watt. Ja, ne, lacht eher daran, dass das Netzteil Schrott ist. Also es ist so, ich hoffe, dass das ein bisschen so eine Anleitung ist, dass ihr, nicht, dass das allzu langweilig war hier, aber dass ihr ein bisschen so seht, dass man vom Äußeren nicht auf das Innere schließen kann, was das Netzteil, wie gut das ist. Das ist hier ein extrem billiges Netzteil. Also das normalerweise wird das in Fertig-PCs verbaut und wenn ich von Fertig-PCs spreche, dann meine ich jetzt nicht das, was irgendjemand irgendwo im Hinterhof zusammenschraubt, sondern ich spreche von Acer, von Dell, von Lenovo, auch von Medion. Die greifen nicht auf Müll, weil die sich das nicht leisten können. Sonst hätten die Berge von Garantiefällen. Deshalb sind die Netzteile in diesen PCs zwar extrem für den PC, für die Hardware zugeschnitten, aber die können das, was draufsteht, das können die Netzteile auch. Deshalb braucht man da keine Sorge haben, dass einem das um die Ohren fliegt. Sollte es hier wenigstens nicht. Passiert natürlich auch, weil es ist Massenfertigung. Aber das hier ist einfach nur Müll. Punkt aus. Das ist einfach nur, da hat einer mit einem E-Ding 600 Watt draufgeschrieben. So, ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen und ich würde euch empfehlen, so wenn ihr euch unsicher seid, befolgt so ein bisschen das, was ich gesagt habe. Kann man so ein bisschen grob schon abschätzen. Weitere Überlegung ist, wenn ihr euch da nicht sicher seid, schmeißt Google an. Ihr seid nicht die Einzigen, die dieses Netzteil habt. Schmeißt das in Google rein, da wird es 1 Million und ein Beiträge zu dem Netzteil geben, ob das was taugt.
Wenn ihr da immer noch unsicher seid oder die widersprüchlich sind, die Sachen, dann gibt es noch zig Foren, wo ihr das auch fragen könnt. Da gibt es genug Leute, die wissen auch nicht alles, aber die sind ein bisschen erfahrener. Und die werde ich euch da schon sagen, ob das jetzt nicht so toll ist oder Dings. Also es reicht auch manchmal auch wirklich den Hersteller auch zu googeln. Also das ist schon, hier ist das ein Riesenfertiger, der für zig Firmen Netzteile baut, auch für zig Markenhersteller. Die kleben dann einfach nur ihren Sticker da drauf und verkaufen das dann unter ihrem eigenen Namen. Dann wird das auch bunt angemalt und das war's. Also, wie gesagt, ich hoffe, es hat geholfen. Ihr konntet da irgendein bisschen Wissen draus ziehen für euren letzten Netzteilkauf. Viel Glück dabei!